Der Terror des politischen Islams ist nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland ein Massenphänomen. Auf Nachfrage des früheren Kriminalpolizisten und jetzigen Buchautors Stefan Schubert gab die Pressestelle des Generalbundesanwalts bekannt, dass seit 2015 2645 Verfahren zu islamistischem Terror eingeleitet wurden. Die meisten der Terrorverdächtigen seien Zugewanderte aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. So ist es kein Wunder, dass sich seit Beginn der Flüchtlingswelle ein sprunghafter Anstieg der Terrorverfahren feststellen lässt. Waren es 2015 noch 108, gab es 2016 bereits eine Verdopplung auf 201. 2017 schlug der Massenzustrom von Flüchtlingen mit 1250 Terrorverfahren voll zu Buche. Ab 2018 ging es wohl aufgrund der anlaufenden Sicherheitsmaßnahmen auf 884 Terrorverfahren zurück, 2019 weiter auf 400. Viele dieser Verfahren sind extrem teuer. So überwachen Landespolizisten in Sachsen-Anhalt laut Berichten der Magdeburger Volksstimme und der Bild seit 3 Jahren ein Gefährder des Islamischen Staates in Bitterfeld-Friedersdorf auf Schritt und Tritt rund um die Uhr. Der als potenzieller Terrorist eingestufte Moslem Ayman N. aus Syrien kostete die deutschen Steuerzahler bisher über 5 Millionen Euro. Im August 2017 hatte zunächst das Landgericht Halle den Prozess wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat eröffnet. Der IS-Sympathisant, der als unbekleideter minderjähriger Flüchtling im Herbst 2015 eingereist war, hatte im Internet Kontakt mit Gleichgesinnten aufgenommen. Laut Anklage habe sich Ayman N. eine Bauanleitung zur Herstellung des Sturmgewehres AK-47, einer Kalaschnikow, zusenden lassen. Außerdem habe er in einem Chat erfragt, wo man Waffen erhalte und wie man einen Sprengstoffgürtel herstellen könne, was auf einen Selbstmordanschlag hindeutet. Gegenüber einem verdeckt arbeitenden Verfassungsschützer behauptete der Syrer auch, dass er etwas Größeres plane. Ich bin nicht nach Deutschland eingereist, um hier zu leben, auch nicht, um hier mit einem Messer 1 oder 2 Menschen zu töten. Ich habe Größeres vor. Ein deutscher Justizsprecher teilte mit, er tat kund, dass er einen Anschlag gegen das Leben vieler in Deutschland lebender Menschen verüben wolle. Dieser Anschlag sollte wohl in Berlin erfolgen. Zur Verhandlung vor dem Landgericht erschien der Moslem in einen islamischen Gebetsteppich gehüllt. Nach dem 3. nicht öffentlichen Verhandlungstag im September 2017, als Zeugen den Syrer als IS-Schläfer bezeichneten, gab das Gericht den Fall wegen seiner politischen Brisanz an den Staatsschutzsenat des Kammergerichtes Berlin ab. Doch dort wurde das Verfahren gegen Ayman N. nach dem 4. Verhandlungstag im Dezember vorübergehend ausgesetzt, weil noch Nachermittlungen zur Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung erforderlich seien. Damit war auch der Haftbefehl wieder ausgesetzt. Seit Herbst 2017 muss der syrische Moslem nun jeden Tag von 4 Zivilpolizisten überwacht werden. Auch wenn er abends in seine Asylunterkunft geht. Hierzu sind 3 Einsatzschichten notwendig, also 12 Polizisten am Tag, von denen viele von Magdeburg anreisen müssen. Ayman N. gilt als so gefährlich, dass er ständig eine Fußfessel trägt und den Ort Friedersdorf nicht verlassen darf. Dadurch haben sich laut Zeitungsberichten bereits 95.000 Einsatzstunden für die Bewachung des terrorverdächtigen Flüchtlings angesammelt. Bei einem Stundensatz von 52 Euro pro Beamten macht das bislang 5 Millionen Euro zu Ungunsten des Steuerzahlers und der deutschen Rentner aus. Fahrzeugkosten oder andere Sachmittel sind noch nicht mit einberechnet. Dieser teure Wahnsinn geht so lange weiter, bis der Prozess gegen den heute 19-Jährigen wegen Terrorgefährdung vor dem Berliner Kammergericht fortgeführt wird. Peter Meissner vom Bund Deutscher Kriminalbeamter beklagte sich gegenüber der Bild-Zeitung, dass diese Dauerüberwachung Kräfte binde, die an anderen Stellen dringend gebraucht werden. Die immens gestiegene Terrorgefahr durch muslimische Flüchtlinge zählt zu einem der größten Tabuthemen im Bereich der inneren Sicherheit und wird vielfach sogar negiert. Die ideologische Grundlage für diesen Terror liefert der politische Islam.
Davon sind in Deutschland und Österreich auch die Parteien ÖVP, FPÖ, CSU, AfD, Teile der CDU und viele kundige Islamkritiker sowie Organisationen wie das Zentrum für Studien über den politischen Islam, englisch CSPI, überzeugt. In Wien wurde von der österreichischen Regierung im August 2020 die Dokumentationsstelle Politischer Islam eröffnet. Der Begriff Islamismus führt hingegen in die falsche Richtung, denn er suggeriert, dass es sich um eine extremistische Auslegung des Islams handele. Das ist falsch. Schließlich ist der politische Islam von Anfang an ein integraler Bestandteil des Islams, wurde vom Propheten Mohammed zuvor gelebt und in Befehlsform im Koran festgehalten. Dieser politische Islam muss aus dem Gesamtkonstrukt Islam herausgelöst und verboten werden. In einer demokratischen Gesellschaft darf nur der wirklich religiöse, spirituelle und strikt säkulare Teil gelten, sonst wird der Terror des politischen Islams nie aufhören.